Hi, du guckst als Sechsjähriger deinem Vater zu, wie er etwas repariert. Das ist die italienischste Art und Weise zu warnen, dass du bis zur Ziellinie eine Abkürzung nehmen möchtest. Mamma mia! Das scheint ein Grund für und gegen eine Reise nach Island zu sein. Die Reifen sind aufgewärmt. Jetzt kann er beim Drag Racing auftreten. Solche Strudel können durchaus riesig werden und sogar ganze Boote unter Wasser reißen. Überraschend ist die Geschwindigkeit, mit der dieser Stock verschwunden ist. Man weiß nie, wann man vom Schicksal eingeholt wird. In diesem Moment wird es aber schon zu spät. This is Elon Musk. Dieses Auto sieht nicht nur so aus, als käme es aus dem Mad Max-Universum, sondern klingt auch so. Selbst wenn hier der teuerste Sportwagen durchfahren wird, werden alle Augen trotzdem auf diesen Burschen gerichtet sein. Wie gelangte er bloß in die Innenstadt? Und noch ein hochwertigeres ASMR von der Natur höchstpersönlich. Thank you.
Er wiegt etwa 30.000 Kilo, sieht aber dennoch ziemlich graziös aus. Jetzt weißt du, wie hier das Getriebe aussah. Ein harter Morgen, an dem selbst das Spiegelbild einen nicht anschauen möchte. Keine Sorge, mit solch einem Mann wie ihm hast du nichts zu befürchten. Verkäufer vor dem Kino, bevor Mikrowellen erfunden wurden. Schreibe in die Kommentare, wenn du dich auch dafür entscheiden solltest, es auszuprobieren. Die Katze von Tom Cruise geht spazieren. Als man eine Datei kopieren wollte und die Tasten stecken geblieben sind. Falls du gedacht hast, dass du heute einen schlechten Tag hast. Wenn der Wetterbericht teilweise Regen versprochen hat und sich nicht getäuscht hat. Er hat seinen Anzug noch nicht durch einen Geschäftsanzug ersetzt. Es gibt noch Hoffnung. Als sie anfing, Andeutungen über die bevorstehende Veröffentlichung des neuen iPhones zu machen. Ich will damit nichts andeuten. Man kann jemanden aber mit nur einem Knochen hinter der Stoßstange das Falschparken abgewöhnen. Eine Idee für eine unvergessliche Zeit mit einer großen Gruppe. An diesem Sprung nahmen übrigens 113 Personen teil.
Beschwere dich in den Kommentaren über deine neugierigen Nachbarn und gib uns ein Like, wenn du so etwas auch machst. Ist etwa noch niemand auf den Gedanken gekommen, in solch einem Auto zum KFC Drive-In zu fahren? Die Chance, dieses optische Phänomen zu sehen, ist im Winter aufgrund der Streuung von Eiskristallen in der unteren Atmosphäre noch höher. Nach seinen Manieren zu urteilen, ist er gar kein Sir. Und er kommt zurück. Oops, Sir. You ate it all. Der Preis für die beste Rettungsaktion geht an den Fahrer des roten Autos. Selbst Floyd Mayweather wäre auf solch einen Überraschungsangriff nicht vorbereitet. Ich höre. Ich höre.